Köln, 4. März 2010. Zum mittlerweile 9. Mal fand an diesem Tag das Turnaround-Forum statt. Eine Veranstaltung von Struktur Management Partner. Rund 140 Finanzdienstleister waren der Einladung zu diesem Symposium gefolgt, das verschiedene Vorträge präsentierte zum Thema krisenbedingte Staatseingriffe, Fluch oder Segen. Hauptreferent war Professor Dr. Wolfgang Wiegert, Mitglied des Sachverständigenrats und Wirtschaftsprofessor an der Universität Regensburg. Ihm konnte im Anschluss an die Veranstaltung Konrad Fröhlich von Strukturmanagement Partner noch einige Fragen stellen. Herr Professor Wiegert, Sie haben sehr anschaulich die Brücke geschlagen zwischen den Anforderungen an die öffentlichen Haushalte und den Vergleich letztlich zu mittelständischen Unternehmen, die ja zu unserer Klientel gehören. Was sind genau die Anforderungen, die an die öffentlichen Haushalte zu stellen sind, um nachhaltige Konsolidierung zu erreichen? Also insgesamt betrachtet bin ich und ist der Sachverständigenrat der Meinung, dass die vielfältigen Staatshilfen, die es in der Krise gab, sei es über Konjunkturprogramme, sei es über die Stützung der Finanzmärkte und auch die Geldpolitik, im Wesentlichen eigentlich richtig waren und geholfen haben. Auf der anderen Seite benötigt man jetzt nach Ablauf der Krise, also ab 2011 und danach, Exit-Strategien. Man muss raus aus der hohen Staatsverschuldung, die man eingegangen ist, um die Konjunktur zu stabilisieren. Man muss raus aus der Absicherung der privaten Risiken im Finanzsektor und man muss raus aus der expansiven Geldpolitik. Und das muss ergänzt werden, indem die Wirtschaftspolitik Wachstumsimpulse setzt, denn das sogenannte Potenzialwachstum ist durch die Krise abgesunken und das muss durch wirtschaftspolitische Maßnahmen etwas kompensiert werden und das winkt sich eigentlich zu mit den Erfordernissen bei den Unternehmen. Auch dort muss konsolidiert werden und auch dort muss eine Wachstumsstrategie betrieben werden. Ja, kommen wir also auf die Unternehmen. Jetzt sehen wir in unserer Praxis viele Unternehmen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, sprich die Ausgaben gesenkt haben. Und die stehen jetzt vor der Frage, wie finanziere ich? Staatliche Hilfe bei der Finanzierung soll die KfW bringen. Wir sehen allerdings, dass die KfW-Mittel doch nur sehr bedingt bei den Unternehmen ankommen und im Übrigen werden sie als sehr, sehr teuer empfunden. Sind die KfW-Mittel wirklich ein geeignetes Mittel, um eine Kreditklemme zu beseitigen? Ich halte das für sinnvoll und dass die Kreditvergabekonditionen angestiegen sind und sich verschlechtert haben, ist eigentlich aus meiner Sicht eine normale Begleiterscheinung der Krise. Deswegen würde ich noch nicht von einer Kreditklemme reden. In der Krise ist es normal, dass Risikoprämien ansteigen, auch bei der Kreditvergabe. Von einer Kreditklemme sprechen wir, wenn es wirklich zu einer bankseitigen, also angebotsseitigen Restriktion der Kreditvergabe kommen würde. Und das sehen wir zurzeit eigentlich noch nicht. Darf ich noch mal die Brücke zur Praxis schlagen? Wir Strukturmanagement-Partner haben in der Praxis mit Staatshilfen zu tun in Form von Kurzarbeit. Und wir haben den Eindruck, dass die Kurzarbeit ein sehr, sehr probates Mittel war, um Stabilität zu schaffen. Aber wir sehen natürlich auf der anderen Seite auch, dass notwendige strukturelle Anpassungen unterblieben sind. Wie lange ist also die Kurzarbeit noch ein probates Mittel? Kann sich der Staat das noch lange leisten? Also es geht nicht um die langfristige Perspektive für Kurzarbeit, sondern es geht um die Kurzarbeit in der aktuellen konjunkturellen Situation. Und wir sind gegenwärtig nicht in einer Strukturkrise drin. In einer Strukturkrise wäre Kurzarbeit das falsche Instrument, weil Kurzarbeit den Strukturwandel in der Tat behindern könnte. Wir sind aber nicht in einer strukturellen Krise drin, wir sind in einer konjunkturellen Krise. Und in einer solchen konjunkturellen Krise kann Kurzarbeit in der Tat kurzfristig das richtige Instrument sein und Kurzarbeit war das richtige Instrument. Die Frage ist, wie es mit Kurzarbeit weitergeht, denn Kurzarbeit ist für die Unternehmen nicht kostenlos. Das liegt zum Beispiel daran, dass Urlaubsgeld in vollem Umfang gezahlt werden muss, Weihnachtsgeld, zum Teil auch an den Sozialversicherungsbeiträgen, die von den Unternehmen bezahlt werden müssen. Aber kurzfristig war das sicherlich eine vernünftige Maßnahme auf dem Arbeitsmarkt, die wesentlich zur Stabilisierung der Arbeitsmärkte beigetragen hat. Jetzt kommt es darauf an, auch nach der Krise richtig zu handeln.
bei der Geldpolitik, bei der Finanzpolitik. Bei der Geldpolitik bin ich sehr optimistisch, dass dort richtig gehandelt wird. Ich bin auch bei der Finanzpolitik optimistisch, aber dieser Optimismus wird im Moment noch nicht genährt durch das konkrete Handeln der Finanzpolitik. Da muss noch etwas nachgelegt werden, aber ich glaube, das kommt. Herr Professor Wiegert, ganz herzlichen Dank für Ihre engagierten Beiträge. Ich darf auch im Namen der Teilnehmer des 9. Turnaround Forums sprechen. Alle haben Ihre klaren Worte als sehr, sehr angenehm empfunden. Das einfach deshalb, weil jeder in der Krise nach Orientierung sucht und wir sie aus der Politik aktuell nicht bekommen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Volk. Vielen Dank.